Und jetzt sind wir wieder zurück. Diesmal ging es gegen Bone Doctors versus Bone Twin KZ. Beziehungsweise dadurch, dass es noch ein bisschen dauert. Kommt das, glaube ich, nicht ins YouTube-Video, das wird besser geschnitten. Damit es besser zuzuhören sind, von daher werde ich das gleich alles nochmal erzählen. Und liebe Twitch-Zuschauer, jo, dann eben was anderes. So, ja, ne? Was soll ich erzählen? Wird hier so langsam dunkel, 19:15 Uhr und das Dunkel ist definitiv wegen Regen. Was sehen meine müden Elbenaugen? Regen in der Ferne. Auf der anderen Seite sieht es relativ schön aus von dem Fenster. Aber gut, kann man nichts machen. Was ist das? Die Richtung ist Süden. Das heißt, auf den Süden ziehen Wolken aus. Auch vor. Im Süden. Wir warten hier gerade auf noch einen von Born to Win. Die müssen noch online kommen. Beziehungsweise einer fehlt noch für reinkommen. Dum 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 dum. Jo. Ja, New York, New York, wir fahren nach New York. Auch relativ cool. Aber das werde ich definitiv nicht tun. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, die tatsächlich geplant haben, nach New York zu fahren. Was halt von Deutschland so ein bisschen weit weg ist. Aber okay. Kann man für ein paar, ah ja, das ist halt ist halt so ein Trip, den man mal machen kann. Und auf jeden Fall gut drüber erzählen kann. Frei nach dem Motto, ja, ich war da, ich hab's gemacht. ESL One Frankfurt war ein ähnliches Event, aber Frankfurt ist natürlich von Deutschland aus relativ, ja, besser zu erreichen als New York. Wer hätte das gedacht? Frankfurt war schon ziemlich geil. Von daher. Wobei, der Venue in New York, was ist das denn hier? Weiß ich gar nicht. In New York. Nee, ist ja Frankfurt nicht. ESL One, ESL One. Hier gab es doch irgendwo. Nee. Irgendwo gab es hier diese Seite. Die Matchpage von ESL One New York. So. Die Qualifiers. Stage One Open Bracket, Invitational, bla bla bla. Wer ist denn so invited? Fnatic, Alliance, Cloud9, Navi, Virtus Pro, Team Tinker, Empire und Unannounced, okay. Second Stage in EG, Navi in A, Nyx Assassins und ja, noch ein Invite vom Open Bracket. Das ist relativ interessant. Ich hätte von ESL New York erwartet, dass da mehr North American Teams schon invited sind. Also EG hätte ich jetzt schon erwartet, dass der da drin ist, sind. Aber gut. Und ich sehe, dass es geht los. Und Ingame Broadcast beginnt jetzt dann. Also, jetzt sind wir live im Spiel Born Doctors versus Born to Win KZ. Im ESL One Qualifier in New York. Der Gewinner dieses Spiels fährt nach New York. Just kidding. Nicht wirklich. Aber ja, interessantes Spiel. Ich komme gerade vom Bone Doctors Spiel gegen Football. Cooles Team. dass sie doch knapp, aber entscheidend gewonnen haben. Nach 20 Minuten. Werden wir in diesem Spiel sehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, welcher Server das hier ist.
Mal schauen. Jetzt hier mal sehen. Die Pings sehen auf jeden Fall, ja, definitiv so aus, dass es hier in Luxemburg der Server ist. Born to Win haben wir dann doch relativ hohe Pings. Habe ich, ja. Alles okay. Born Doctors, Brewmaster, Lycan, ja. Das wird wohl ein Doom-Bann und noch ein Tidehunter-Bann. Sehe ich mal voraus. Oder ein Faces Void-Bann, je nachdem, ob sie ihn spielen wollen. Born Doctors Bann Doom haben auch First Pick. Vielleicht hoffen sie wieder auf den Faces Void vom letzten Spiel. Sehen wir mal, ob Born to Win hier gerne gegen Void spielt oder nicht. Mit dem First Pick mal sehen. Letztes Mal Football hatte Razor First gepickt. Kann man machen. Ist stark, aber ich glaube, Void ist im aktuellen Meta tatsächlich ein wichtigerer Ban oder First Pick. Auf jeden Fall gibt es jetzt mit Void gerade relativ zu viele Kombos. Und ja. Tinkerbahn, okay. Tinkerbahn. Ah, ich höre auch gerade parallel hierzu, haben wir das Spiel Navi, das neue Team, jetzt mit Venskor und Fu und ohne Papi und Kuroki. Von daher, es ist hier auf jeden Fall, haben gute Konkurrenz. Aber naja, die ESL One Qualifiers spielt halt irgendwie jeder durcheinander. Ist halt so. Ja, Void First Pick, wie ich halt schon gedacht hatte. Und Pugner Shadow Shaman hier, Born to Win Pick dagegen. Viper wird von Bondoshus gepickt, wieder Viper Void, wie letztes Spiel. Das Lustige ist, keiner, also... Jeder dieser Helden, die gepickt wurden, war im letzten Spiel von Born Doctors auch dabei. Aber da das hier ja ein Best of Ones sind, nicht so viel referenzieren. Wenn nur die Hälfte das, die Referenzen versteht, macht das halt auch keinen Sinn. So. Born to Win scheint zu pushen wollen. Born Doctors wird dementsprechend Death Prophet. Ach, ich war zu langsam. Eine Sekunde hätte ich früher erkennen können, dann hätte ich scoren können. So hätte das vielleicht aussehen können, als hätte ich das nicht gewusst. Ja, Death Prophet wird gebannt und Shadow Shaman, Pugner, Razor wird gebannt. Einer der offensichtlicheren Bans hier gegen Viper und Faceless Void. Das sind beide ein Konter dagegen. Und daher muss jetzt hier der Razor gebannt werden. Vielleicht lassen sie sich aber noch ein bisschen Zeit, um halt danach schöne Überlegungen für den Pick zu machen. Oder wenn was anderes, aber Razor... Oh, Wraith King wird hier gebannt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Bann hiergegen, weil Faces, gegen Faces Void und Viper ist er sehr gut. Da er muss halt nur rankommen. Und beide Helden, Void und Viper, sind halt... Ja, dass die Gegner nicht rankommen. Void in dem Sinne, dass sie in der Krone vorher tötet. Und Viper zum Slowen, aber irgendwann kommt er halt an. Ja, von daher glaube ich, dass Born to Win hier den Razor picken wird. Ist einfach ein zu guter Pick, um ihn abzugeben. Ganz klar, Razor. Ancient Apparition wird gebannt von Born to Win. Schöner Bann auch hier. Dass sie den Razor abgegeben haben, ist so ein bisschen problematisch. Also ich glaube, einen Skeleton King hätten sie da besser fahren können. Besonders weil Born to Win pushen will. Und da ist Wraith King vielleicht nicht der beste Pick hier. Also ja, da hätte ich anders gebannt, aber man sehen. Ich glaube, man wird das im Spiel sowieso nicht sehen, ob das halt irgendwie die eine oder andere Art besser wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass der Razor auf jeden Fall sehr stark wird. Ist mit Shadow Charm, mit dem genügend Control auf jeden Fall immer fies. Man kann aber auch gegen gewinnen. Kommen halt auf gute Chronos an und halt auch außerdem auf Teamfights. Born to Win hat wieder ein sehr push-starkes Lineup. Die, ja, wieder sage ich. Born to Win hat ein push-starkes Lineup, was zum einen Tower siegen kann, zum anderen nach dem gewonnenen Teamfight sehr schnell Tower pushen kann. Von daher wird sich das wahrscheinlich sehr schnell wieder entscheiden. Aber die ersten 20 Minuten werden hier interessant. Shadow Shaman ist sehr stark im Eule-Game, Pugner eigentlich auch und Razor sowieso. Viper ist tanky und kriegt relativ schnell ihr Mech. Void muss, ist in diesem Early-Game noch nicht so zu gebrauchen. Level 6 erst. Von daher wird Bondek das wahrscheinlich jetzt versuchen, was im Early-Game interessanter ist. Oder einfach die Strat auspacken, die sie im letzten Mal schon hatten. Und diese war ein Pugner, den sie jetzt nicht picken können, zugegeben. Dingen Switch Doctor, der jetzt hier auch gepickt wird. Und vielleicht noch ein Chaos Knight da rein. Was halt wohl ihre Pocket Strat ist. Jakiro,
Jack Hero, Jack Hero. Okay. Ist für einen Push auch gut, tatsächlich. Liquid Fire, 50% Attack Reduction auf Tower. Ist nicht zu unterschätzen. Besonders wenn der Tower verzweifelt versucht, irgendwelche Wards abzugraben, die er nicht schafft. Ja, ich weiß nicht, ob es All-In-Push wird. Aber mit einem All-In-Push, keine Ahnung, könnten sie vielleicht noch einen Lone Druid oder so nehmen. Würde tatsächlich, ja, könnte noch rein, ja, auf die Offlane doch, Lone Druid würde tatsächlich so noch reinpassen. Oder halt, keine Ahnung, einen anderen Pusher. Tiny ist hier sinnlos, aber ja, Lone Druid würde vielleicht noch sogar reinpassen. Bone Doctors müssen sich jetzt überlegen. Chaos Knight wird wahrscheinlich der Last Pick werden, weil er relativ wenig gebannt wird. Von daher müssen sie jetzt einen Ersatz für den Pugner finden, der Tower Damage macht. Und das wird schwierig. Die Offlane ist zu, die Mitte ist zu, von daher fehlt jetzt ein Support und ein Carry. Und ein Support, der Tower Damage macht, ja, ist da nicht so wirklich mehr vorhanden. Was können sie noch picken? Ein Scarif Mage ist immer noch drin, was mich sehr überrascht, von daher sollten sie auf jeden Fall ein Scarif Mage picken. Weil, ja, mit dem Faceless Void zusammen und dem Silence ist er ist zu OP gerade. Überrascht mich ein bisschen, dass er nicht gepickt wird und Lion wird gepickt. Okay. Es überrascht mich sehr, dass hier Scarif Mage komplett außen vor gelassen wird. Gab es da einen Patch, den ich nicht gesehen habe? Na, glaube ich nicht. Aber Lion ist auf jeden Fall eine schöne Wahl. Denn Pugner, Shadow Shaman und Jakiro sind relativ squishy. Jakiro ist einer der tankigeren Supports mit Bane und sowas. Aber doch noch ist halt ein Support und relativ squishy. Pugner außerdem mit Decrapify. Wenn er es defensiv einsetzt, könnte sich der Finger vom Lion freuen. Aber auch so. Lion ist eine schöne Wahl. Sie haben auch die Control. Sie haben halt jetzt einen Reliable Stun. 2. Aber naja. Darkseer wird hier gebannt. Hoffen vielleicht, dass sie den Faceless Void offlane stellen. Offlane sieht doch relativ gut aus hier. Ja, gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Faceless Void auf der Offlane okay ist, weil du hast einen Shadow Shaman, der viel Control hat, einen Jakiro, der dann noch die Control reinbringt, und einen Pugner, der den Damage raushaut. Den kann man zwar backtracken, wenn man gut ist, beziehungsweise Skill hat, aber ja, die Offlane wird auf jeden Fall nicht schön für Faceless Void. Tide hatte hier gebannt und Nature's Prophet für die Offlane genommen. Warum habe ich den nicht dran gedacht? Ja, ist natürlich noch viel besser als ein Lone Druid, weil Lone Druid committed und braucht erstmal Farm. Und Nature's Prophet schickt halt einfach die Bäume rein. Besonders mit dem Liquid Fire hat der Tower halt in dem Sinne nicht genug, um die Bäume zu killen. Hier kommt wieder der Chaos Knight von Bone Doctors, dementsprechend alter bekannter Cast von Bone Doctors hier. Und ein extrem pushiges Liner von Born to Win. Bin mir nicht sicher, aber Born to Win müssen das hier relativ schnell beenden. Weil sonst haben sie relativ wenig. Ja, Razor skaliert. Nature's Prophet skaliert wunderschön ins Late Game. Aber Void, Viper und Chaos Knight natürlich noch viel mehr. Okay. Wir haben auf der Seite von Bone Doctors Zeka auf dem Support Lion. Fever auf dem Support Witch Doctor, Sir Waterlord auf dem Offlane Faces Void, Tomahawk in der Mitte auf der Viper und Zalok auf dem Chaos Knight Carry. Exakt wie letztes Game, falls ihr auf dem Stream zuguckt, immer noch. Okay, auf der Seite von Born to Win KZ haben wir 1437. Wahrscheinlich nicht der 1437. Anyway, auf dem Pugner, der wohl in die Mitte geht. Ja. Oh, okay, sie switchen es ein bisschen um und gehen aggro. Sehr schön. Sie auf dem Jakiro Supportic. QWE auf dem Razor. QWE. Ja, QWE hört sich irgendwie dann doch im Deutschen besser an. Chinna auf dem Support Shadow Shaman und zu guter Letzt. Ja, das Monster auf dem Nature's Prophet. Xoxu Noctu Xoxu. Ja, wenn jetzt hier nicht was passieren würde, könnte ich mir auch einfach den Namen nochmal länger angucken und ihn dann richtig aussprechen, das werde ich gleich tun. Weil dafür sind Namen da, um sie halt richtig auszusprechen. Oh, Shackle landet, könnte aber ein bisschen zu langsam sein. Ice Puff ist daneben und dann sollte der Damage fehlen. Andererseits können sie jetzt hier turnen. Ne, können sie nicht. Das sah relativ schwierig aus. Witch Doctor packt ja auch direkt sein Heal aus, der auf Level 1 sehr, sehr stark ist und sie sehen jetzt hier schon Aggro. Mit einem schönen Block, der wahrscheinlich nicht so einfach gefunden werden wird. Würde ich es mal so nennen.
muss ich mal kurz ein bisschen futtern. Beide Awards stehen relativ an derselben Position. Und daher werden wir sehen, wann der erste die Sentries auspackt. Ich glaube, der erste, ja. Das wird ein Ward-Battle. Das wird sehr interessant. Das Spoil kauft sich auch direkt hier einen Quellic Blade. Aber unten geht es jetzt natürlich ein bisschen ab. Allerdings war das halt nicht so gut. 2 Sekunden Stun, das könnte reichen. First Blood für. Ja, Radiant. Was killed. Bisschen schade. Das 400 Gold geht halt in dem Sinne an alle. Was, ja. Die Supports werden sich auch freuen. Wird hier gedebordet werden. Und ja, Bone Doctors haben hier ein bisschen den Vorteil erschafft. Die Stunts waren übereinander. Das Problem, der Razor war nicht ganz drin. Hat auch auf Level 1 den Plasma-Field geskillt, anstatt den Static Link. Was der Trailer natürlich auf lange Sicht mehr schadet. Andererseits ist es zurzeit relativ viel Burst, was hier rausgeht. Und das Coole ist halt, was ich hier für Bone Doctors sehe. Lion hat Burst, Chaos Knight hat Burst und der Witch Doctor hat den Sustain. Was, ja. Prinzipiell hat Born to Win nur einen Stun und noch einen Stun. Und ein bisschen Damage vom Razor und da fehlt halt der Damage einfach. Besonders gegen den Heal kommen sie da einfach nicht durch. Und Nature's Prophet tötet einfach mal solo Faceless Void. Das sollte nicht passieren. Bitter für ein Faceless Void. Ich wollte da eben schon drauf gucken, weil die Trine ist jetzt prinzipiell vorbei. Passiert jetzt nicht mehr so viel, sagte er und dann starben alle. Ah, doch nicht. Und jetzt geht's mit der Viper nachher. Viper sollte den Mid-Lane-Up eigentlich gewinnen. Allerdings ziemlich viel Harassment geht da drauf. Ah, Denial wollte er machen, ging's aber nicht. Und ja. Push, 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 krass. Unten geht's jetzt wieder auf. Jetzt mal auf Jakiro, den kriegen sie eigentlich down. Der Heal geht hier noch raus auf den Boden durch Stick Charges. Stirbt dann doch noch. Kriegen sie einen Schönkel, wollen hier auf den Line weitermachen. Und, Nature's Prophet TP'd ihn. Jetzt können sie das Ganze natürlich turnen. Kauft sich ein TP und TP zum Tower zurück. Gut gemacht, allerdings. Oh, was ein TP! Aber kein Mana für einen Shadow Shaman, um da den abzubrechen. Das hätte übel laufen können für die Bone Doctors. Ja, auf jeden Fall ein schönes TP hier von Nature's Prophet, der auch jetzt erstmal zur Base zurückgeht und erst 25 Sekunden zurückkommen kann. In der Zeit kann Faceless Void hier auf jeden Fall aufholen. Was gut für ihn ist. Sehr wichtig. Naja, eigentlich nicht wichtig. Das war tatsächlich ein Problem, dass ein Prophet hier rein TP'd ist. Und ja, sie haben den Lion auch bekommen. Aber er hat relativ viel Zeit damit verschwendet. Ja, allerdings ist Pugner hier die Viper tötet. Warum sehe ich hier nichts? Das gibt's ja nicht. So, jetzt aber unten. Nee. Okay, dass Pugner die Viper tötet, war so. Irgendwie ein bisschen hatte ich das nicht erwartet. Denn klar, beide Harrison sich sehr gut, aber quasi Viper kann ausweichen, Pugner nicht. So. So TLDR. Von daher kommt es fast auf Skill aus. Und Faceless Void hat hier jetzt noch nicht den Erfahrungsvorteil, aber hat auf jeden Fall hier die Last Hits jetzt weiter vorne bekommen. Und kann sich jetzt auf einmal wehren. Allerdings kommt da ziemlich viel Harassment von den Trees. Wodurch er halt von der Creepwave weggehalten wird und nicht das Prophet hier in Ruhe fighten kann. Und das bisschen Gold, was er von den Creeps bekommt, die 17 Gold, sind es halt nicht wert. Andererseits, wenn dafür keine Creeps sterben, ist es halt gut, weil das ist extra. Springt jetzt hier ran. Erster Timelock, zweiter Timelock. Okay. Will er hier nicht overcommitten. Das Schöne, also für Waterlot das Gute ist halt, dass es die ganze Zeit machen kann. Schauen wir, ob unten was passiert. Ja, Chaos Knight ist jetzt hier relativ weit vorne. Hier wird nicht ausgepackt. Schöne Cask, die jetzt hier bounce die ganze Zeit, aber Witch Doctor ist wesentlich zu weit vorne. Da wurde nicht damit gerechnet, dass sie noch reingegangen wird. Und Witch Doctor kommt gerade so weg. Gut dafür. Allerdings Faceless Void und jetzt hier der Nature's Prophet. Nature's Prophet ist auf ihn gegangen, ist auf ihn gesprungen, allerdings war Pugner in der Nähe und haben ihn dadurch down bekommen. Auf der Trailline hier. Ja, Witch Doctor heilt sich halt wieder hoch, hat aber jetzt auch keinen Mana mehr. Und ja, jetzt sieht es schon anders aus. 2 zu 5. Bisschen 5 zu 2 für Born to Win. Und ja, der Faceless Void ist weit draußen. Auf der Trailline sah es am Anfang relativ gut aus. Allerdings muss man jetzt auch sagen, wenn die Supports vorne sind, passiert da relativ viel Übles. Wenn so ein Chaos Knight vorne ist, ist es halt relativ gut, weil den können sie nicht so einfach töten. Allerdings, ja, muss er halt auch vorne stehen. Wenn sie halt einen Support vorne catchen, ist er halt sehr, sehr schnell tot.
Und Pugnau und Nature's Prophet, natürlich, der erste Tower stirbt, fällt nach 5 Minuten. Der Top Tower. Faces Void ist da natürlich. Man kann sich nicht viele schlechtere Anti-Pusher vorstellen. Und ich glaube, das wird auch noch der T2. Und ja. Viel dagegen tun können sie, glaube ich, nicht. Wenn sie die Trailern aufgehen, ist es halt direkt. Werden sie halt direkt gecatcht. Jetzt müssen sie hier aufpassen. Haben gesmoked. Whoops. Und sehen halt auf jeden Fall, dass hier noch ein paar sind. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Tower oben. Chrono ist jetzt da. Und Witch Doctor ist leider nicht Level 6, aber er geht jetzt trotzdem drauf. Ist die Frage, ob er das macht. Bevor nimmt Decrepify. Oh, Timelock am Ende, sodass das Decrepify tatsächlich dann noch ausreicht. Bonk. Bonk. Ja, RNG. RNG trifft tatsächlich. Und damit dürfte es auch einen Pugner bedeuten. Sollte nicht machen. Nee. Reicht da nicht, okay. Meanwhile unten der Lion. Stun auf 2. Reicht aber nicht ganz. Das sollte jetzt genug sein, wenn der nicht rechtzeitig kommt. Und es sieht nicht so aus, als ob der hier rechtzeitig kommt. Oder? Reicht der Damage. Link ist da. Nature's Prophet ist auch da. Kersnet muss ich jetzt hier zurückziehen. 4 Damage gestohlen. Und das sollte er nicht tun, jetzt daher zu laufen. Hätte vielleicht in die Woods gehen sollen. Hätte den Shadow Charm noch mitnehmen können. Ja, aber mit dem gestohlenen Link wären das 2 Hits. Die hat er nicht mehr Zeit gehabt. Schön gemacht hier auf jeden Fall immer 4 zu 3 auf der Trine. Dadurch ist es halt eine sehr eindeutige Sache und den T1 Tower top, Bottom fällt jetzt. Bondoxes lassen sich jetzt hier so ein bisschen ausziehen. Was ist das Problem? Also erstens rechnen sie nicht mit dem Prophet. Und zweitens, ja, war das jetzt hier ein bisschen missliche Absprache. Wenn nicht, hier noch weitergefarmt wurde. Das hätten sie halt schneller zumindest einen töten können und dann eventuell sogar schon den zweiten gehen können. Ja, das Katapult hat jetzt den Hit bekommen, war aber nicht so gewollt. Tja, Bondoctors können hier nicht pushen, müssen aushalten und das Ding aussitzen und außerdem irgendwie Teamfights gewinnen, die sie wahrscheinlich nicht bekommen werden. Zumindest nur in den Tower. Was andererseits, Born to Win sind spätestens ab dem gefallenen Tower in der Mitte, der irgendwann demnächst fallen wird, auf Pickoffs angewiesen, um die Tower zu pushen, beziehungsweise schnell zu pushen, ohne die Chance von Chrono in the Death Ward, und da haben sie eigentlich nichts gegen. Daher ist das halt tatsächlich relativ schwierig. Oh, Nature's Prophet wurde jetzt hier gefunden. Haben jetzt hier auch das geschafft. Ulti ist draußen. Allerdings ist Pugner dahinter. Und die Frage ist jetzt, ja, das könnte relativ schnell für die Bond noch das Übel enden. Ja, sie kriegen noch den. Kriegen die Nature's Prophet noch. Und da kommt Void von hinten und hilft hier aus. Hat den Kill daran. Witch Doctor TP draus. Und Razor ist jetzt hier auf einmal alleine. 2 Sekunden Stun. Ja, Chaos Knight hat doch keinen Link draus. TP't jetzt hier raus, schafft es nicht ganz. Faces Void TP't rein und Shadow Charm muss laufen. 3 zu 0 der Trade hier bisher für Born Doctors und dabei bleibt es wohl. Sehr schön gemacht. Lief halt nicht so gut, wenn der Death Prophet. Ja, Nature's Prophet wurde hier gecatcht. Wollte ihn nicht weglaufen, dann wollten sie reengagen, dann kam der Nächste ran. Prinzipiell hatten halt einfach Born Doctors hier mehr Reserven und konnten zum T1 Tower porten und hatten damit schnell genug mehr Reserven einbringen können, um das Ding zu turnen. Viper hat das Mech fertig, Pugner dürfte das Mech auch bald fertig haben. Okay, Razor baut das. Okay, wo sind denn hier die Items? Auf jeden Fall, Viper hat jetzt das Mech fertig. Prophet ist schon wieder gefunden, allerdings könnte jetzt der Damage reichen. Die Viper stirbt. Prophet stirbt wieder. Allerdings Faces Void sollte auch sterben. Geht auf Agitrats, reicht nicht ganz. Allerdings sollten sie da nicht hinterherkommen. Wenn er jetzt nicht direkt um die Ecke guckt, genau, sollte der runterlaufen und, okay, juckt sogar noch ein bisschen rum. Ja, Viper gegen Nature's Prophet, auch nicht so toll, wie man hier an den Leben sieht. Ziemlich viele andere, die noch da drum gegangen sind. Außerdem T1 dafür getradet. Von einer 1 zu 1 plus ein Tower war ein sehr schöner Trade. Jakiro farmt hier oben und pusht den Tower oben. Zusammen mit dem Nature's Prophet und damit bekommen sie den auch, könnten sie Glyphen, werden sie auch Glyphen. Das Problem ist die TP nicht und damit ist die Glyphe verschwendet. Deny wird jetzt hier versucht, aber hat er nicht geschafft. Hätte mich auch überrascht. Ja, die Glyphe ein bisschen verschossen. Aber immerhin ist Mac online. Das Problem ist jetzt, sie fighten nicht zusammen. Sie müssen sich jetzt, ja. Ja, Chaos Knight muss auch nochmal zur Basis zurück. Und dann wird vielleicht sogar der T2 jetzt fallen. Oh, Vierer Chrono, wo ist der Witch Doctor? Der Witch Doctor hat keinen Ult. Jetzt kriegt er. Nein, okay, reicht auch nicht. Das ist bitter hier.
schöne Chrono, aber das Problem ist, sie fallen nicht zusammen. Sie müssen sich. Also sie müssen halt darauf klarkommen und zusammenstehen. Ja, gut gejukt. Jakiro sollte hier sterben. Ja, wollen wir das gucken, ob sie vielleicht noch mehr bekommen, aber mehr gibt's nicht. Haben immerhin ein paar Stranglers gefunden. Aber, naja, das war es halt schon fast wieder wert für den Damage auf dem Tower. Was halt jetzt, also das hätte katastrophal für Born to Win enden können mit der Krone. Aber Born Doctors war nicht da und waren halt so ein bisschen hin und her. Es ist jetzt ein Top-Tower verloren, Mitte-Tower sehr viel Damage und sie waren noch nicht ready zum Fighten. Nicht von den Items her, sondern einfach, weil sie nicht zusammenkamen und sich nicht konzentriert dagegen stellen konnten. Das sieht vielleicht ab jetzt anders aus. Werden wir sehen. Blinkt der Gate von Nature's Prophet immer noch keinen Damage. Vielleicht wird er deshalb nicht mehr gecatcht. Dennoch, aber... Oh, okay, hat sich schon ausgezahlt. Ups. Immer noch nicht gesehen. Er hätte vielleicht nicht, anstatt hier hinzulaufen, hätte er vielleicht nach unten laufen können und dann Reality Rift, Chaos Bolt machen können. Da das hier nicht unterbricht. Ja, Teleport. Ja, gut, Teleport. Nee. Ganz knapp, aber da hat sich der Blinktiger schon ausgezahlt. Sonst wäre das ein Kill gewesen. Jo. Okay, ja. Born to Win pusht natürlich weiter die Mitte. Auf jeden Fall sinnvoll und Born Doctors kann schon wieder nicht steffen. T2 ist damit gefallen. Müssen sie halt mal gucken, dass sie nicht mehr dafür aufgeben. Ich weiß nicht, warum Born Doctors diese einfach so weglaufen. Es ist auch der Smoke, ist nicht wert. Sie müssen halt zusammenstehen. Sie haben hier einen Ward. Sie haben hier gesehen, dass alle kommen. Und da müssen sie halt deffen. Hilft halt nichts. Ups, sie haben jetzt hier alle gesehen. Und jetzt müssen sie halt aufpassen. Das sollte ein toten Chaos-Net sein. Und der Death Ward steht richtig schön. Das Problem ist, die Cars-Captains hätte ich vielleicht vorher machen können. Und wenn jetzt die Chrono kommt und ah, der Death Ward bei Man mit voller Duration durchgechannelt. Allerdings, ja. War es halt zu spät. Wir sind jetzt alle da. Die Death Wards stehen auch und das sollte ein kompletter Teamfight von den Bone Doctors werden. Wird es ja. Da sind sie von links und von rechts gemacht. Schön von Born to Win, aber prinzipiell kam das auf dem Präsentierteller für BTW, dass sie halt hier zu zweit reingegangen sind. Weil, naja. Okay, ein Pushliner hat hier den Tower genommen. Wohin geht's natürlich? Auf den Bot Tower. Welchen Weg gehen sie hierher? Da zu zweit rein zu smoken, war natürlich Suicide. Ist fast noch besser gelaufen, als es hätte erwartet werden. Aber prinzipiell mit der Cask. Nee, mit zwei Bounces lässt sich da sowieso nichts machen. Level 6, ja, ist Level 7 für Witch Doctor. Da müssen sie auf jeden Fall noch ein paar mehr Levels auf dem Witch Doctor bekommen. Das ist eine sehr hohe Priorität. Und auch, sie haben relativ wenige Levels, das sollte man im XP-Graphen eigentlich auch schon sehen. Ja, XP-Graph ist trotzdem noch positiv, weil, ja, BTW noch weniger hat wahrscheinlich. Die Tower sind natürlich sehr stark in Favor of BTW, keine Tower für Bone Doctors bisher. 2, 4, 6 Towers sind 12.000 Gold. Dafür halten sich die Bone Doctors mit dem Gold noch relativ weit. Natürlich farmen sie. Sie müssen aushalten. Bone Doctors einziges Ziel ist Survive. Keine Rex verlieren bis 20 Minuten. Allerdings 6 Minuten noch durchhalten. Roshan dürfte jetzt gleich gemacht werden, wenn die Wards wieder online sind. 25 Sekunden. Werden sie wahrscheinlich direkt zu Roshan reingehen. Mit der Double Damage Rune sollte das auch relativ schnell machen. Ping von Bone Doctors kommt jetzt hier raus. Ne, Ping von Nature's Prophet kommt raus. Forschern, klar. Mit einer Double Damage Rule sollte es relativ schnell gemacht sein. Die Ward hier sieht, dass zu Roshan gegangen wird. Die Frage ist, ob sie was tun können. Chrono ist ab. Sollten jetzt hier auf jeden Fall smoken. Smoken hier schön unter einem. Ich glaube, der hat nichts gesehen. War knapp. Aber gut, smoken hier rein, allerdings sollte es schon zu spät sein. Double Damage Razor und der Ulti ist natürlich zu spät. Die Supports smoken wieder zu zweit in 5 rein. Das muss nicht sein. Aber sie sind halt auch nicht ready zum Fighten, muss man dazu sagen. So. Okay, ja, gut. Also prinzipiell bin ich auch der Meinung, das hätte nicht verhindert werden können. Es ist halt ein Push-Line-Up, was auch ziemlich schnell mit den Wards Roshan machen kann. Von daher. Sollen sie sich hier Highground deffen? Oh, okay. Prophet hat doch noch mit der Chrono den Nature's Prophet gemacht. Prinzipiell. Ich will es jetzt eigentlich nicht sagen, aber
fast hätte das, könnte das damit Rex für BTW sein, weil Nature's Prophet kommt in 25 Sekunden wieder. Sie werden Hankaround gehen und Bone Doctors hat nichts, um zu fighten. Tatsächlich hätte diese Ein-Mana-Chrono könnte eventuell bedeuten, dass Bone Doctors jetzt die ersten Rex und damit das Spiel verlieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnte vielleicht ein bisschen zu krass sein. Vielleicht pushen sie nicht. Es sieht so danach aus, dass sie nicht pushen. Aber das ist halt das ist die Chance für BTW, hier das Game zu beenden. Das war quasi ein riesiger strategischer Fehler. Die Chrono ist jetzt noch 50 Sekunden auf Cooldown. Sie könnten jetzt an den Rex stehen und die Rex machen. Dadurch, dass sie das nicht machen, kam Bone Doctors nochmal knapp davon. Das hätte wesentlich schlimmer sein können, wenn die Chrono hier so für einen Nature's Prophet auf 90 Sekunden Cooldown so, naja, nicht verschwendest, aber ja doch, also ist halt das Problem. Die Chrono muss hier in der Stage, muss sie halt einfach auf 4 Leute sein, ansonsten ist sie, können sie da wenig mitmachen. Bone Doctors haben gelernt, sie defen jetzt hier, oder sind zumindest da. BTW verschiebt und nutzt jetzt ein bisschen, um im Farm nach vorne zu kommen. Was auf jeden Fall hier sinnvoll ist, denn sie sind doch relativ weit hinten. Die Last Hits sprechen doch Bände, besonders wenn im Offlaner von Faces Void und von Nature's Prophet liegen 30 CS dazwischen. Das ist halt schon einiges. Andererseits, ja, Push, ne? Die Viper ist jetzt ein bisschen weit vorne. Wollte die da sein? Nicht sicher. Kommt hier die Chrono? Chrono kommt hier auf 3, sehr schön gemacht. Allerdings ist der Death Ward zu weit vorne, um da irgendwas zu tun. Außer den Gegner zu töten. Und ich glaube, das könnte ein Problem für die Bone Doctors werden, ja. Okay, der Chaos Knight stirbt, hat kein Buyback. Und, ja, die Wards stehen passend dafür. Finger ist draußen. Könnte eventuell mit dem Maledikt. Nee, macht zu wenig Damage. Ich glaube, das ist Game. Chrono war zu weit draußen und sie haben sich nur auf Pugner konzentriert. Außerdem im Plasma Field und in den Wards drin. Und da haben sie sich ein bisschen kaputt gespielt. Gegen eine Push-Line-Up, 17 Minuten Rex. Wahrscheinlich 2 Rex. Die Viper ist noch lange genug da, um noch die zweiten Rex zu holen. Könnte das Ende von Bone Doctors sein? Bin ich mir nicht sicher. Die Chrono war schön auf 3, ja, aber 2 draußen war kein Follow-Up. Von daher war es in diesem Sinne keine so gute Chrono. Hätte erwarten müssen. Oder, ja, hätte erwarten müssen. So, alle sind jetzt drin. Nächster Versuch. Viper ist drin. Holen sich hier als erstes den Razor. Faces Void in der Master of Madness stirbt sehr, sehr schnell. Backtrackt auf das komplette Plasma-Field. Auch hier schön. Allerdings, wie gesagt, einer ist schon tot. Nein, ist schon tot. Mecker geht raus. Allerdings lebt halt noch jeder von By the Way. Ward ist jetzt hier draußen. Holt den Razor. Holt hier. Ah, holt sogar fast noch den Pugner, bevor er von einem schönen Eispuff unterbrochen wird. Und ja, zweiten Rex sind down. Könnten jetzt hier den Rest holen. Kriegen jetzt hier vielleicht einen Team-Wipe, ja, kriegen wohl einen Team-Wipe. Allerdings für fast 2 Rex ist es das absolut nicht wert. Und ja, ich glaube nicht, dass sie irgendwas damit tun können. Auf den Levels sind alle in 30 Sekunden sogar schon wieder da. Und damit, ja, glaube ich nicht, dass sie irgendwas davon gewinnen können. Die Medi-Rex stehen noch mit 300 Leben, regenerieren sich, aber ja, Chrono ist jetzt wieder da, klar können sie jetzt feiern, aber ja, es ist Nature's Prophet. Wird das Ding ausplit pushen. Ich sehe relativ schwarze Bone Doctors und ja, klar, der Teamfight hat das hier wieder rausgezogen, allerdings ja, kann man die Rex nicht machen. 14.000 Gold Vorteil für Born to Win. Nature's Prophet auch mit dem Maelstrom schon. Shadow Shaman hat einen Shadow Blade, okay. Old Scepter für Jakiro, schön. Pugner mit dem Mech und Necro 2, gerade gekauft. Und auch bald Necro 3. Razor hat das Aghanim Scepter und geht auf BKB vor dem Refresher. Auch auf jeden Fall sinnvoll für die Amount of Stunts, die die Bone Doctors haben. Bone Doctors hat halt nichts, Lion hat halt nichts, Witch Doctor hat nichts, außer Arcane Boots. Ja, Festes Wort haben wir eben gesehen, es ist Maelstrom gekommen, Viper hat er Mech und Chaos Knight ist am BKB bauen, hat das aber auch nicht für den nächsten Fight. Von daher sieht das so nicht schlecht aus. Ja, und W
BTW werden sich jetzt hier, glaube ich, einfach rein suiciden und die Tower machen. Und nächstes Profit wird das. Oh, okay. Shadow Shaman wird das oben split pushen. Guck jetzt hier rein, ob sie da reinkommen. Allerdings. Zack! Oh, zu spät! Einer nur drin. Das ist ein Problem hierfür. Was sie auch jetzt gerade auch immer tun. Den Jakiro da eben. Ziehen sich zurück, obwohl sie einen in der Krone hatten und nur Jakiro hinten waren. Das ist ein Problem, dadurch ist der Witchdog jetzt gestorben. Ja, Nature's Prophet, back toward die Rex. Werden sie natürlich fighten und das ist halt krass, dass sie fast den Fight verlieren. Obwohl sie 5 zu 2 sind. Das ist auch schon krass. Okay, hier ein bisschen Überschneidung, aber es reicht noch. Direkter Smoke in die Mitte für. Um schneller vorwärts zu kommen. Wupp. Und weg ist er. Oh, das ist ein Double Kill für den Shadow Shaman. Der da sich gefreut hat, dass da irgendjemand einfach mit seinem Isha-Stock reingesprungen hat. Und das sollte das Spiel sein. Born to W. BTW. Born to W, genau. Ich werde die ganze Zeit nur W schreien. Sehr schön gespielt. Was ein schönes Hex. Aber, ja. Da wurde es relativ schnell unterbrochen. Schön gespielt, schön runtergepusht. Allerdings war Bone Doctors nicht ready, den T2 hier oben in der Mitte und den T2 auf der Topseite zu treffen. Und das ist jetzt ein bisschen das Genick gebrochen, dass sie da nicht fighten können. Weil es war schon in der Stage, wo sie einfach alle Mann gathern, Chrono deffen. Das hätten sie machen können, das hätten sie die ganze Zeit schaffen können. Allerdings ja, war da noch die Dringlichkeit anscheinend nicht so richtig bewusst. Und da haben sie 2 Tower fast ohne Gegenwert abgegeben. Den 3. Tower haben sie dann halt einfach verloren, weil Roche und wurde eingepusht. Und dann haben sie in einem Teamfight. Das ist ja das Problem, es liegt alles an der Chrono. Und wenn die Chrono nicht ganz perfekt ist, wie es leider die letzten 2 Mal war, wie sie auch jetzt nicht perfekt ist, weil Witch Doctor ist nicht da und ohne Witch Doctor können sie nicht fighten. Tja, ist das halt einfach vorbei. Das Ganze. Wir versuchen jetzt noch ein bisschen irgendwas zu tun, aber nicht als Profit. Objective Based Gaming reißt die Rex ein. Kriegen jetzt hier ein bisschen was Tote, allerdings. Kriegt er nicht ganz. Ja, doch, die Twins dürften das machen. Ultra Kill hier für den. Okay, die Melee Rex stehen noch. Regeneraten sich tatsächlich auch. Und hat jetzt hier sein BKB und ein bisschen mehr davon. Sie halten. Allerdings für wie lange noch, weil, ja, wie im letzten Spiel, wo Born Doctors genau in der Zeitpunkt waren, können jetzt Born to Win sich einfach zurücklehnen, können sagen, okay, dieses Trollige, wir beenden das Spiel irgendwie, funktioniert nicht, 2 Minuten Roshan, dann wir gehen High Ground, haben ein Necro, haben wahrscheinlich demnächst, okay, ein Deso, das ist auch okay, dann da sieht man schon ein bisschen Strategie. Wir gehen nach vorne mit Necro 3, mit den Wards und einem Anger-Ulti und einem BKB bis dahin. Nature's Prophet TP'd von hinten hier rein, schießt auf die Rex und alles läuft halt einfach nur rein. Die Heroes werden getrennt, wahrscheinlich hier. Necros und Shreens gehen hier rein und hier werden Heroes stehen, sodass die Chrono auf jeden Fall hierhin rein muss. Und prinzipiell die Chrono hier nur Zeit lässt, damit die Minions und Nature's Prophet hier einfach die Rex finishen können. Das ist wahrscheinlich ein relativ gutes Strat. Eventuell sogar Jaegis auf Nature's Prophet, sodass er einfach von hinten stehen kann und die Rex backturnen kann. Da sollte eigentlich Bone Doctors nichts anderes tun können, außer zu engagen, was sie hier sehr schön machen. Das ist so ziemlich das Einzige, was sie machen können. Allerdings sind sie nur zu zweit, was sie teuer zu stehen sein können. Allerdings ist jetzt alles da und eine schöne Krone auf 3 und 2 zu 0 erstmal hier schon. Schön gemacht. Das ist das, was sie weitermachen können. Allerdings ist jetzt nicht das Prophet hier unten in den Vex. Ist am Schießen, hat schon die Mini-Vex down bekommen. Ja, stirbt natürlich jetzt hier. Team Wipe, BTW, okay, Shadow Shaman kommt mit seinem Shadow Blade noch weg. Wupp, bringt jetzt hier hinterher. Wardtrap ist erfolgreich. Oh oh, da muss er gucken. Ist er das? Ja, okay, kommt er dran. Und britzelt hier einfach nur tot. Team Wipe natürlich. Aber auch für eine Rex. Und das ist die Range Rex, die sich nicht regeneriert. Das sollte ziemlich eine Mega-Creep zu deuten. Das Schlimmste natürlich ist, sie können nichts tun. Bone Doctors kann nicht aus der Base raus. Hier sind die Creep-Waffen, sie können nicht mal rauskommen. Sie könnten
versuchen, einen T1 zu backdoren irgendwo. Allerdings haben sie auch niemanden, der so schnell irgendwo hingehen kann. Von daher, schöner Teamfight. Haben 2 zu 0 oder 1 zu 0 getradet. Tatsächlich nicht so wichtig, denn, letzte Lebenszeichen. Ich kann auch nicht sagen, was sie tun können. Ich glaube tatsächlich, dass sie nichts mehr tun können, weil das ist nun mal ein Red-Lineup. Es ist ein Push-Lineup. Es hat nach 17 Minuten die quasi 2 Rex geholt und damit ist das Spiel vorbei. Ja. Können sie nichts tun, denn auch ein Nature's Prophet Buyback, der einfach backdoort, kann das Ganze halt easy holen. Chrono auf 2. Ja, ist jetzt nicht mehr so großer Cooldown, immerhin kriegen sie 2 dafür. Beziehungsweise 3 anscheinend. Phantasm ist da. Ja, allerdings. Okay, jetzt rollen die noch ein bisschen weg, weil Nature's Prophet und Zalok hier denken, also ein bisschen zu viel konnten. Vielleicht mit Drum Charges hätten sie den Razor noch hoch bekommen, aber das ändert nicht viel daran. Ja, dass sie halt jetzt ein bisschen overextended haben. Und der Rest von Bondok, das wollte da eigentlich auch nicht ran, weil Jungs, ihr habt overextended. Und ja. Poxui wird da geflamed, was auch immer das bedeutet. Good Mannered. Die Rex sterben jetzt hier Mega Cubes für Born to Win. Und Born to Win scheinen Born to Win zu sein. Und das erste Spiel hier auf dem ESL Qualifier zu gewinnen. Wahrscheinlich werden sie jetzt hier noch ein bisschen Fountain Farming. Es wird wahrscheinlich ein Event brauchen, bis Bone Doctors raus GG'd. Let's for games, fast result please. Ja. Und Want to Win sind jetzt hier ein bisschen. Bisschen bad mannered. Das GG called nämlich immer die verlierende Partei. Aber gut. Ein bisschen cocky, muss nicht sein, aber naja, die Jota Community ist nicht bekannt dafür, die netteste Community zu haben, wenn man hier mal fragt, wer sieht hier. Negros pushen jetzt hier den Tower rein, damit ist der Tower offen. Und Von Doctors werden wahrscheinlich jetzt hier nicht GG, einfach, wegen dem Batman hat, einfach zu Ende gehen lassen. Halte ich für einen guten Move, das Ganze so zu machen. GG doch hier, keine Lust, das Ganze zu Ende zu machen. Wie ich schon gesagt habe, super runtergepusht. Hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Anti-Push haben können, aber es war schwierig, gegen zu dealen. Man hat gesehen, jetzt war der Zeitpunkt, wo es sich umgedreht hat, das war aber leider 5 Minuten zu spät. Und wenn sie da die Tower, glaube ich, oben gedefft hätten, wäre das möglich gewesen. Nun gut. Sehr schön gespielt von vielen hier. Aber es war ein Push-Lineup, das gut funktioniert hatte. Dementsprechend gab es hier kein MVP. Aber ja, whatever. Schönes Spiel auf jeden Fall, ein Push-Lineup in Action. Sieht man auch gerne und es war sehr schnell vorbei. Das war es auch mit dem Broadcasten für heute. Man sieht sich wieder demnächst. Ich bin Zisterson.de, wie hier unten schön seht und so. Und caste öfters mal auf Twitch und auf dem YouTube-Account auf einen von beiden. Habt ihr es jetzt gesehen und dementsprechend der Username ist auf den meisten Plattformen und Social Networks noch irgendwo erreichbar. Bis zum nächsten Game, auf Wiedersehen und ciao, ciao.